won't lie to you. I know he's just not right for you. You can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. And I know I can treat you bad. Ihr macht mich fertig. Boah. Wie heißt du? Ich bin der Nordin, der Nordin? Bani. Nordin. Wie Norden, nur ja. Mit I. Jo, Nordin klar. Aus Düsseldorf. Boah, ja, ich. Komm erst mal an. Ja, ich hätte jetzt niemals mit der Situation gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, sorry, dass meine Schlaftablettenkollegen so lange gebraucht haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Mega. Geil gesungen. Ich kann mir auf jeden Fall viel vorstellen mit dir. Was machst du? Was singst du sonst gerne? Also ich muss ehrlich sagen, ich feiere Deutsch eigentlich brutal. Wirklich, ja? Ja, ich liebe deutsche Musik, ob das Herbert Grönemeyer ist oder... Aha. Ich finde, in der deutschen Sprache kann man viel, viel mehr irgendwie aussagen. Also für mich. Wenn man was zu sagen hat, genau, ja. Genau, ja. Und ne, ist ja auch die Muttersprache so, von daher, ich würde es feiern, Deutsch zu machen. Ich weiß in nicht, Muttersprache kenne ich mich richtig gut aus, Nordin. Ich freue mich. Ich weiß, ich weiß. Ich auch. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nordin, darf ich kurz fragen, wie alt bist du? Ich bin 42. Was? Ja, tatsächlich. Was? Ja, 42 tatsächlich. Du gefällst mir immer besser. Ja, ich wollte es eigentlich umgehen, aber ist nicht so schlimm. Ja, das ist kein Alter, für das man sich schämen muss. Frag mal Sarah. Wow, okay. Oh, sorry, das war eine Vorlage, die du musste ich vorlegen. Du hast die ganzen Komplimente von vorher jetzt alle gerade zunichte gemacht. Okay, da musst du hart wieder arbeiten, Erling. Okay. Oh Gott. Es war sehr auffällig, dass je mehr Coaches gebuzzert haben, desto sicherer wurdest du. Und damit hast du mich gekriegt. Du musst aber wissen, es ist noch ein bisschen Arbeit vor dir, um hier noch weitere Runden zu überstehen. Weil hier wirklich krasse Sänger dieses Jahr am Start sind. Es haben sich selten so viele Talente beworben wie dieses Jahr. Es ist eine große Ehre. Also in meinem Team übrigens, nicht bei Marc, aber ist ja nur mal nebenbei. Okay. Es ist eine Riesenehre, hier bei den Blind Auditions zu sein. Und du bist auch noch ein Viererbasser. Mach was draus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mein Lieber, bei mir war es auch so, ich hab auch länger gebraucht und dann bist du wärmer geworden. Und klar, Sarah hat sich umgedreht, weil sie hat das erkannt, was erst danach kam. Ne? Danach warst du auf einmal eins mit der Band. Ich sehe es auch wie Nico. Am Anfang war das für mich eher ein bisschen zu wenig, aber da hat man gehört, dass deine Stimme nervös war. Und das ist ein ganz normaler Fall. Wenn man nervös ist, schnürt sich alles ein bisschen zu. Und hinten raus hast du mich dann auf jeden Fall auch komplett abgeholt. Mich reizt das natürlich enorm, wenn ich höre, dass du Bock auf deutschsprachige Musik hast, weil dann kann man auch diesen ganzen Schnörkelgedöns weglassen im Deutschen. Das braucht man teilweise gar nicht. Da kann man wirklich sich nur auf den Kern deiner Stimme, und der ist bei dir wahnsinnig geil, finde ich. Da ist irgendwas in der Stimme, das ist unique. Ich hätte Bock damit, mit dir dran zu arbeiten. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
So, Nadine. Nun musst du dich entscheiden. Ich wollte nur sagen, ich habe von Anfang an dich geglaubt. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Was macht der Papa? Welchen Sänger nimmt er? Ich hoffe, es mir keiner übel nimmt und keiner böse ist, aber ich gehe mit. Wenn der Tag gekommen ist.